Wir starten ziemlich frisch und neu hier rein. Ja, Leute, ich bin's wieder, eure Shioyuki hier und willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar Assassin's Creed 3. Ja, die Remastered-Version, ob das jetzt so wichtig ist, sei abseits davon gestellt. Ich will gar nicht so viel labern. Wir hatten schon ganz lange kein Assassin's Creed mehr gespielt, von daher bin ich ganz froh, das zu spielen. Und ich hoffe, ihr habt auch relativ Spaß damit. Und übrigens, eines der ersten Spiele, die ich wahrscheinlich von Ubisoft blind spielen werde. Ich habe die letzten Spiele zwar alle blind gespielt, die jetzt so rausgekommen sind, aber Assassin's Creed bislang kannte ich immer. Ich kannte nur eine bestimmte Szene aus Assassin's Creed 3. Das wird sich jetzt aber bald wieder regeln. Ich werde euch sagen, bis wo ich gespielt habe und ab da habe ich gar kein Wissen mehr von Assassin's Creed. Vielleicht ist es ganz cool für euch. So. Ich habe keine Ahnung, was das für Punkte sind, die wir hier machen können. Option Ubisoft zurück. Ja, egal. Ich mache jetzt einfach Einzelspieler. Und ich schaue dann einfach mal. Neues Spiel beginnen. Sieht gut aus. So, und ja, wir können ruhig Desmond heißen. Das ist mir jetzt eigentlich egal. Wenn die Leute früher vom Ende der Welt sprachen, sperrten wir sie ein oder lachten sie aus. Manchmal beides. Doch ernst nahmen wir sie nie. Hätten wir wohl besser. Doch dazu komme ich später noch. Ich fange besser am Anfang an, bei der Entführung von Desmond Miles, meinem Sohn. Dieser Bursche hatte keinen Ehrgeiz, keine Ziele, keine Pläne für die Zukunft. Was er hatte, war ein Vermächtnis, eines, das er ablehnte. Das kostete ihn fast das Leben. Er wurde geschnappt und eingesperrt. Seine Entführer wollten, dass er etwas für sie findet. Den Apfel. Eines von mehreren Artefakten, die wir Edensplitter nennen. Teile antiker Technologie, die auf dem Globus verstreut sind. Einige versteckt, einige gefunden, allesamt gefährlich. Die meisten sind im Besitz einer Gruppe. Derselben Gruppe, die nun Desmond hatte. Sie kennen sie als Abstergo Industries. Wir kennen sie als die Templer, als den Erzfeind. Wir bekämpfen sie seit Tausenden von Jahren. Sogar noch länger, wenn man die Geschichte ihres Ursprungs glaubt. Ich tue das. Immerhin habe ich die Wahrheit gesehen. Das ist das Schöne und der Schrecken des Animus. Dieses Gerät erlaubt es uns, die Leben unserer Vorfahren zu sehen und nachzuerleben. Es hat die Macht, alles zu verändern. Uns die Vergangenheit zu zeigen, wie sie wirklich war. Bis zu seiner Erfindung schrieben nur die Gewinner die Geschichte. Wir kämpfen dagegen an, um Körper und Seelen zu befreien. Doch unsere Mittel sind begrenzt. Und die Templer haben momentan die Oberhand. Aber nun nähert sich etwas Größeres als Templer und Assassinen zusammen. Größer als alles andere. Und wenn wir es nicht aufhalten können, werden die nächsten Wochen unsere letzten sein. Für alle von uns. Am Ende hängt alles von ihm ab. Von Desmond. Durch den Animus entdeckte er sein Vermächtnis. Entdeckte die Leben und die Geheimnisse seiner Vorfahren. Währenddessen trainierte er. Von einem anderen Vorfahren empfing er Jahrzehnte der Erfahrung in nur wenigen Tagen. Es klappte, glauben wir, hoffen wir. Und bald, bald wissen wir es. Der ominöse Tag nähert sich schnell. Der 21. Dezember 2012. Niemand weiß, was er bringen wird. Nur, dass wir hier sein sollen, wenn es soweit ist. Sie haben uns geführt auf ihre ganz eigene, frustrierende Weise. Diese Stimmen der ersten Zivilisation. Derer, die vor uns kamen, einer früheren Rasse mit enormer Macht und unerklärlichen Motiven. Sie sind die Erzeuger der Edensplitter. Hierher haben sie ihn geführt und mit ihm uns. Er steht am Eingang dieses uralten Ortes, gewappnet mit dem Wissen Altaïrs und den Fähigkeiten Ezios. In seiner Hand hält er den Edenapfel und wir stehen ihm zur Seite, bereit ihm, wo immer es geht, zu helfen. Sein Name ist Desmond Miles und er führte uns zum Ende. Wir sind da. Thank you.
Gehen wir. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr an die Cutscene erinnern. Aber interessant, das gehört zu haben. Also das Intro. Ich muss das definitiv gespielt haben und auch gehört haben. Und das dürfte nicht die Remastered-Version sein. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Und ich bin der Einzige, der keine Kiste trägt. Ich bin eine Sau. Nimm doch wenigstens die Kiste ab von Rebecca, du Arsch. Hallo? Im nächsten Augenblick war sie ihm nachgesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie dort wieder hinauskommen könnte. Und sorry, wenn es ein bisschen laggt. Irgendwie habe ich es auch gerade gemerkt, dass es ein bisschen laggy ist. Muss mal später in den Einstellungen gucken, aber das mache ich gleich. Ansonsten, bis jetzt ganz schön wieder bei euch zu sein, Leute. Freut mich. Soll ich weiter? Wo soll ich? Ich glaube, wir sind da. Ich finde irgendwie, die Charaktere sehen anders aus. Oh Gott. Irgendwie von der Grafik her anders. Desmond sieht auch ein bisschen dünner aus, auch wenn er mehrere Tage natürlich im Animus steckte. Ich weiß aber nicht, ob das die Begründung dahinter ist. Kann ich einfach laufen? Ja, schön Zeit abkürzen. Hallo. Neue Basis. Den Schlüssel. Finde den Schlüssel. Sohn? Sir? Ah, das schon wieder. Desmond? Kannst du uns hören? Ja, ich bin da. Ich kann euch hören. Ja. Oh, ich vermisse diesen weißen Bildschirm. Der Tempel hat einen Sicker-Effekt ausgelöst. Du bist kollabiert und in einen Wahnzustand verfallen. Und natürlich habt ihr mich in den Animus gesteckt, statt, keine Ahnung, nachzusehen, ob ich okay bin. Du warst nicht in Gefahr. Außerdem schien der Tempel mit dir zu kommunizieren. Und ich wollte diese Verbindung nicht unterbrechen, solange wir nicht wussten, was er wollte. Ja, alles klar. Sohn, ich... Nein, schon gut, verstanden. Und ich weiß übrigens, wonach ich suche. Einen Schlüssel. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Schätze, deshalb hat sie den Sicker-Effekt ausgelöst. Sie? You not dead. Sie spricht zu mir. Okay, Desmond. Während du Konstantinopel besucht hast,
haben wir ein Software-Update für den Animus installiert. Ich würde gerne ein paar Tests machen, sicherstellen, dass es keine Probleme gibt. Okay, also was soll ich tun? Ganz einfach, geh zu der Markierung da drüben. Das machen wir doch mit links. Halten, um zu laufen. Ja, das wissen wir schon. Halten, um zu laufen. Okay, Desmond. Komm. Jetzt kletter mal auf diese Objekte. Ist immer noch alles easy. Leertaste ist immer springen, steht hier, glaube ich. Markierung folgen, zur Markierung. Ah, halten Sie blau, um zu klettern, bewegen Sie WASD. WSAD. Wer schreibt das denn so? So, okay. Ich habe ein bisschen die Kletterpartien vermisst, aber bis jetzt scheint es noch nach der gleichen Steuerung. Weil ich kann mich noch daran erinnern, dass es sich auf der Konsole irgendwann geändert hat. Und ich hatte sehr große Probleme. Hoffen wir, dass es nicht so ist. Mache ich doch gerne für dich, Rebecca. So, ist ja alles easy. Ich meine, ich habe kein Problem damit. Ein bisschen Running. Ähnlich wie Mirror Edge, oder? Ich habe das noch nie auf der Konsole gespielt, deswegen kann ich es nicht sagen. Das ist eine Vorgabe. Das sind optionale Missionsziele, die deine Synchronität erhöhen. Okay, Desmond. Folge den Anweisungen und schalte die beiden Templer aus. Was waren optionale Ziele? Ich habe das gerade nicht gesehen. So, Niederschlag? Ah, yes. Hat funktioniert. Obwohl ich nicht mal eine versteckte Klinge habe. Zack, hoch und... Hier musst du nur über den Abgrund springen. Ganz, ganz schlecht, aber wir haben es geschafft. So. Okay. Dann machen wir das mal. Und man kann es trotzdem gut erkennen, obwohl das alles weiß ist. Oh. Habe ich gerade ihn gesagt und habe es verhauen. So. Einmal springen. Sehr schön. Hochklettern. Und dann einfach mal nach rechts gehen. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ich habe zu schnell agiert. Mann, gerade eben habe ich mich noch gelobt, dass ich das so toll hinbekommen habe. Und jetzt das. So, springen, loslassen, nach links wieder springen. So, jetzt aber, oder? Gerade noch so hinbekommen. Ich will nicht meckern. So. Hä? Nein, du hättest dort hochgemusst. Umdrehen und da hoch. So. Alles gut. Wir schaffen das. Ist ja noch das Tutorial. Ich meine, da sind die ja nett zu uns. Und danach stürzen wir uns ins Geschehen. Aber erstmal... Man kann jetzt schon ein bisschen erkennen, oder? Ab hier sieht man schon so ein paar Gebäude. Relativ schick. Die Synchronisation sieht jetzt gut aus. Jetzt können wir die Umwelt rekonstruieren. Finden wir heraus, was der Tempel von dir erwartet. Machen wir doch gerne. Volle Synchronisation. Das werden wir auch im Spiel nicht bei allen Missionen schaffen. Wollte ich nur nochmal sagen, dass das so nicht der Fall sein wird. Damit ihr schon mal gewappnet seid. Alles in Ordnung, Sir. Ja. Ja, alles perfekt bei mir. Ich war nur in Gedanken. Nur das. Und vergesst eure Einladung nicht. Master Birch wird euch drinnen erwarten. Hab Dank. Wo darf ich euch abholen, wenn ihr fertig seid? Gleich vor dem Opernhaus. Und bitte beeilt euch. Es wird sicher nicht lange dauern. Dann werde ich gleich vorfahren. Boah, die Szene habe ich, glaube ich, im Opernhaus zweimal gesehen und dann noch einmal selbst gespielt auf der Konsole. Mission starten. Einladung. Die ist bitte. Cool, die ist cool. Euren Mantel bitte, Sir. So, ab zur Oper. Neue E-Mail. Ein Moment. Achso, muss ich, wenn ich den Animus verlasse, kann ich das erst sehen. Okay. Das ist sehr schlecht, dass das Spiel möchte, dass ich mit F1 die Legende aufrufe. Denn da ist meine Facecam hinterlegt. Das kann ich nicht machen, Spiel. Und ich muss das über OBS nochmal ändern. Aber das machen wir dann nicht jetzt. Ich gehe dann erstmal raus. Neue E-Mail machen wir dann später. Wenn ihr nun bitte eure Plätze einnehmen würdet. Ich zuerst. Ich kann hier nicht rennen. Schade. Ich wollte jetzt alle wegdrängen. Aber wir wollen uns ja sowieso nicht hinsetzen. Wir haben hier eine Mission, Leute. Eine wichtige Hauptmission, die uns noch nicht angezeigt wird. Aber die wir gleich sehen werden. Hier entlang, bitte. Hallo, soll ich mit Ihnen sprechen? Tatsächlich, schön ins Rampenlicht setzen wir uns hin. Verzeih bitte. Zu den ganzen Leuten. Entschuldigen Sie. Tut mir leid. Ich habe ein bisschen extra Speck hinten. Wir haben es geschafft. Abend, Nathan. Reginald?
Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, von dieser Wiederaufführung zu hören. Mit Abstand, Gays beste Arbeit. Habt ihr es bereits gesehen? Einmal. Mein Vater nahm mich als Kind mit. Doch ich erinnere mich kaum daran. Und ich fürchte, dass ich mir diesen Luxus auch heute nicht gönnen werde. Nein, da habt ihr wohl recht. Dann weiter zum Geschäft. Seht ihr ihn? So, V fürs Adlerauge machen wir natürlich auf. Wenn das nur immer so schön wäre, dass er automatisch die Zielperson fixiert. Wird aber nicht der Fall sein. Die Treppe wird bewacht. Ihr werdet einen anderen Weg finden müssen. Das habe ich schon. Oh, ich habe nicht so gesehen. Ah, ich muss mich ganz kurz umsetzen. Nein, ich habe den Weg nicht gesehen. Wird er mir noch markiert? Reginald Birch. Ja, Leute, es ist immer Lesesession, deswegen tut es mir leid, aber die ganzen Stories und die ganzen Geschichten zu den Personen werden wir lesen. Und ich weiß, dass in dieser Story sehr viele komische Namen vorkommen werden, die ich definitiv nicht richtig aussprechen werde, aber wir werden sie lesen. Einfach damit wir es auch ein bisschen verstehen, ein bisschen Hintergedanken zu den Personen hier haben. Von daher, tut mir leid, wenn euch das nicht interessiert, einfach vorspielen. Reginald Birch, geboren 1705. Reginald Birch war ein Londoner Kaufmann und Sohn eines weiteren Londoner Kaufmanns, der zum Glück auch Birch hieß. Schien eine schwer zu fassende Familiensache zu sein. Birch stieg früh in das Geschäftsleben ein. In seinen Mitzwanzigern besaß er schon mehrere Handelsschiffe und handelte hauptsächlich mit Tee für die amerikanischen Kolonien. Das lief doch ziemlich gut, wenn man bedenkt, dass die meisten Mitzwanziger nicht einmal ein Hemd besaßen. Hier steht, er war Miteigentümer der Providenz. Später besaß Birch auch mehrere Unternehmen in und um London. Er war ein Mitglied von White's, einem edlen Herrenclub in London, und allgemein ein bekannter und in der ganzen Stadt angesehener Mann. Soweit ich weiß, traf Birch Hatham Kenway, während er für seinen Vater Edward arbeitete. Sie wurden einander bei White's vorgestellt. Hatham war damals noch sehr jung. Birch würde einstweilen Hathams Ausbildung übernehmen und ihn in den 1730er Jahren bei einer Rundreise durch Europa unterrichten. Von dem, was wir im Animus gesehen haben, schien ihre Freundschaft noch lange fortbestanden zu haben, da sie als Mitglieder der Assassinen auch zusammenarbeiteten. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil ich kenne ja die Story schon im Vorfeld, weil mich der letzte Satz hier gerade verwirrt. Aber ist nicht schlimm. Wir spielen jetzt einfach weiter. Keine Spoiler, auch nicht von mir. So. Ach guck mal, wir haben sogar noch Stories zu den alten Leuten. Ey, Lesesession. Altair Ibn Ala Ahad, geboren 1165. Altair wurde in der Festung Masyaf in den Assassinenbruderschaft hineingeboren. Seine frühere Kindheit war nicht glücklich. Seine Mutter starb bei seiner Geburt. Als er ein Junge war, wurde sein Vater bei der ersten Belagerung von Masyaf getötet. Kurz danach beging der Assassine, bei dessen Rettung er starb, vor den Augen des elfjährigen Altair Selbstmord. Ohne seine Eltern sah Altair zu Al-Mualim als Vaterfigur auf, dem damaligen Mentor des Ordens. Al-Mualim erkannte Altairs Potenzial und überwachte seine Ausbildung persönlich. Altair erreichte mit 25 den Rang des Meisterassassinen. Eine nie dagewesene Leistung. Wenn es ein Buch zur Assassinengeschichte gäbe, wäre sein Bild sicher auf der Vorderseite. Es gibt ein Buch zu diesen Spielen übrigens. Die sind 1:1 angelegt an die Spiele. Also wer Interesse hat, kann die gerne nochmal durchlesen. Die haben auch zusätzliche Hintergrundinformationen. Keine Werbung, für die ich bezahlt werde. Einfach nur als Nice-to-Know-Information für euch. Altair war einer der besten Kämpfer in der Assassinengeschichte und das mit einer Arroganz, die ihresgleichen sucht. Nach einer katastrophalen Mission 1191, bei der er das Credo verletzte und beinahe einen Edenapfel in Templerhänden geraten ließ, wurde Altair auf den Rang eines Novizen zurückgestuft und musste von neuem beginnen. Als Teil seiner Wiedereingliederung war er dafür verantwortlich, die damaligen Großen des Templerordens auszuschalten, einschließlich des Großmeisters Robert de Sable. Tragischerweise musste er am Ende auch Al-Mualim töten, der sowohl ein Templer war, als auch unter den Einfluss des Apfels stand. Nach dem Tod seines Mentors übernahm Altair die Kontrolle über den Orden und machte ihn zu der geheimen, weltumspannenden Organisation, die wir heute kennen. Eine der Eigenschaften, die Altair zu einem so tödlichen Assassinen werden ließen, war etwas, das wir heute Adlerauge nennen. Eine Art sechster Sinn, den er von der ersten Zivilisation geerbt hatte. Dadurch konnte er seine Feinde und seine Umgebung auf eine Art lesen, die jenseits des menschlichen Auges liegt. Natürlich weist
du mehr darüber als ich. Ich kann nicht glauben, dass ich das gerade geschrieben habe, weil es in deinem Blut ist und das ist einer der Gründe, warum du hier bist. Seien wir ehrlich, du wusstest, dass du nicht aufgrund meiner großen Zuneigung oder meiner warmen und leidenschaftlichen Umarmung hier bist. Ich habe vergessen, dass die Texte von Sean geschrieben werden. Ja, deswegen kommen zusätzliche liebevolle Texte von ihm natürlich auch mit. Und Ezio Auditore, da lesen wir natürlich auch ganz kurz rein. Ezio Auditore, geboren 1459. Ezio Auditore da Firenze war ein Meisterassassine zu Zeiten der italienischen Renaissance, sowie Erbe der mysteriösen Fähigkeit des Adlerauges. Außerdem war er einer deiner Vorfahren. Ich finde es irgendwie interessant zu sehen, dass das Adlerauge nicht nur an alle Assassinen abgegeben worden ist, sondern echt nur an bestimmten Teilen oder an weitervererbbaren Leuten. Als Jugendlicher war Ezio so eine Art Playboy, aber sein Leben änderte sich 1476, als sein Vater und seine Brüder gefangen genommen und wegen Hochverrats hingerichtet wurden. Ezio versuchte sie zu retten, aber die Beweise, die sie entlastet hätten, verschwanden auf geheimnisvolle Weise in den Händen eines Familienfreundes. Stattdessen wurden sie gehängt, während Ezio zuschaute. Ezio floh mit seiner Mutter und Schwester nach Monteriggione, wo er bei seinem Onkel Mario Auditore unterkam. Obwohl Ezio ursprünglich weiterreisen und sich in Spanien niederlassen wollte, hatte Mario eine andere Vorstellung. Er war der Anführer der italienischen Assassinenbruderschaft und bildete Ezio in den nächsten Jahren aus. Er überzeugte ihn, die Templer zu bekämpfen, die für den Tod seines Vaters und seiner Brüder verantwortlich waren. Ezio verbrachte das nächste Jahrzehnt damit, sich durch die Templerränge zu morden und trieb 1487 endlich den Templer-Großmeister Rodrigo Borgia in Venedig in die Ecke. Borgia entkam, aber Ezio konnte den Edenapfel wiedererlangen und wurde formal in den Assassinenorden aufgenommen. Nach mehreren Rückschlägen in den folgenden Jahren reiste Ezio 1499 nach Rom, um Rodrigo zu konfrontieren. Der war zu diesem Zeitpunkt allerdings schon Papst Alexander VI., nachdem er Rodrigo besiegt, aber am Ende gelassen hatte. Öffnete Ezio eine geheime Kammer unter der Sixtinischen Kapelle. Dort entdeckte er eine Botschaft der ersten Zivilisation, die vor einer Katastrophe warnte, die die ganze Menschheit auslöschen sollte. Ja, das wäre dann die, mit der wir es jetzt zu tun haben. Über die nächsten 20 Jahre stärkte Ezio die italienische Assassinenbruderschaft und bekämpfte die Templer. Was wir also auch tun. Eine seiner größten Errungenschaften ist die Entdeckung der versteckten Bibliothek, die alter ihr gehörte und die unter der ehemaligen Assassinenfestung Massia versteckt war. Sie enthielt eine weitere Botschaft der ersten Zivilisation. Kurz danach zog er sich aus der Bruderschaft zurück und das nennen wir auf dem Höhepunkt Abtreten. Er war auch ein guter Springer. Ezio starb 1524 in Florenz. Woher kam jetzt dieser Satz? Es gibt übrigens, fand ich sehr interessant, habe ich ein Video dazu geschickt bekommen, das Ende von Ezio. Er hat da anscheinend sehr, sehr gut, ich sag mal, gelebt in seinen letzten Tagen zusammen mit seiner Frau. Ich weiß nicht mehr, wie die Frau hieß, mit der Ezio was hatte. Das war die Frau, die wir nahe zum Ende kennengelernt haben, die die ganzen Bücher gesammelt hat und entschlüsselt hat für uns. Bei der ist er auch zusammengekommen, hatte ein Kind gehabt und der ist tatsächlich, ich glaube, das müsste Altersschwäche gewesen sein, gestorben. Dazu gibt es ein Video, könnt ihr euch bestimmt auch selber rausholen, wenn euch das interessiert. Einfach nur für euch. So, und jetzt serious können wir die Hauptmission noch weitermachen. Es tut mir leid, wir sind wieder am Platz. So, einen abgelegenen Ort zum Klettern finden. Ja, ich gehe mal nach links. Entschuldigung, ich muss richtig hart auf Toilette, deswegen... Oh, tut mir leid. Ah, okay, doch, die Leiter habe ich gesehen in der Sequenz. Das heißt, wir müssen hier entlang. Ich darf gar nicht rennen. Gut, dann machen wir das alles gemächlich und entspannt. Klettern, hallo? So. Dann, oh, war das die falsche Leiter? Das war, glaube ich, die falsche Leiter. Wie lasse ich mich denn fallen? Spiel? Die Loge erklimmen. Oder war das die richtige? Ach, das war die richtige. Ich hätte hier nach rechts gemusst. Okay, alles gut. Ich habe es herausgefunden, Spiel. Es ist gar nicht auffällig, dass ich vorhin hier unten kurz durchgeklettert bin. Und ich bin ja noch relativ nah am Boden. Also es tut mir leid. Das müssten Leute eigentlich erkennen, dass ich hier mich heranhangel. Aber in Ordnung. Ich hoffe, Sie haben Spaß. Nicht hier rumknutschen, sag mal. Sie sind fürs Theater hier. Fürs Theaterstück. Das Goldene. Ich weiß nicht, was wir uns hier ansehen. Aber, Mensch. Okay. Wir ignorieren die kleinen lieben Leute mal und gehen weiter. Die scheinen auch richtig interessiert am Stück zu sein. Irgendwie schauen hier nur die Frauen zu. Kann das irgendwie sein? Dann gehen wir noch weiter hoch. Warum machen wir nicht alles so stepweise? Wieso können wir nicht automatisch erstmal ganz nach oben klettern?
Aber ich beschwere mich nicht, Wir machen das, was uns der nette grüne Punkt sagt. Das wird schon richtig sein. So, klopf, klopf. Tür knacken. Muss ich hierfür irgendwas machen oder macht er das? Die Maus nach links und rechts bewegen, um den richtigen Winkel zu finden. Was ist denn der richtige Winkel? Oh, ich habe das gehasst. Ich konnte keine Schlösser knacken im Spiel. Muss um Maustaste drücken. Okay, ist gedrückt. Hat funktioniert anscheinend. Ich habe keinen Plan, was ich gemacht habe. Aber wenn es funktioniert hat, dann hat es funktioniert. Okay, da sehe ich schon einen Ort, wo wir abspringen können. Ist das denn auch der Ort? Ja, das soll der Ort sein. Gut, dann... Hallo? Hallo? Einen Weg über die Bühne finden. Ja, das ist doch... Ah, jetzt kann ich rennen. Okay. Ich darf rennen. Oh. Kletter schnell hoch. Nach links? Ah, okay. Gut, dann wirst du. Ein bisschen Alkohol. Da ist irgendetwas. Ein bisschen Alkohol. Ich kann doch Escape drücken. Bin ich bescheuert. Verlassen. Geht das noch? Escape. Tut mir leid. Wir müssen uns das einmal durchlesen. Des Bettlers Oper. Die Beggars Opera des Bettlers Oper wurde 1728 in London uraufgeführt und ist ein Musical eines der allerersten. Es stammt aus den Federn von John Gay, einem Schriftsteller, der sowohl mit Alexander Pope als auch mit Jonathan Swift befreundet war. Zwei der prominentesten literarischen Figuren ihrer Zeit. Die Oper war populär und auch kontrovers. Populär, weil sie einerseits eine hervorragende Parodie der italienischen Oper war, die damals sehr beliebt war. Statt komplizierter italienischer Lieder bot sie andererseits Volksweisen, die das Publikum wiedererkannte. Das heißt, man konnte mitsummen, auch wenn man kein Italienisch verstand. Kontrovers war sie gegen ihres Themas. Sie spielte im Gefängnis von Newgate und den Hauptfiguren sind allesamt Kriminelle, die sich wie die Oberschicht aufführten. Es war eine überspitzte Darstellung des britischen Adels, inklusive einer verhüllten Kritik am Regierungschef. Beide verfügen traditionell über kleineren Humor. Ich habe nie eine Königin getroffen, die über schmutzige Witze gelacht hat. Das weißt du noch nicht. Ich glaube, Sean hat sowieso noch nie eine Königin getroffen. Sind wir mal ganz ehrlich. Eigentlich habe ich überhaupt noch nie eine Königin... ich hab's doch gesagt. Die Beggars Opera wurde als primitivste Form der Unterhaltung kritisiert und man warf ihr vor, da die Hauptfiguren Kriminelle waren, zu einem Anstieg der Verbrechensrate zu führen. Ist doch schön, dass solche Kritik nicht nur Filme und Videospiele trifft. Die verdammte Oper verdirbt unsere Kinder. Das sind übrigens schwachsinnige Aussagen. Es tut mir leid. Alle Aussagen, die das irgendwie mal hervorgehoben haben, tut mir leid. Nein, dem werde ich niemals im Leben zustimmen. Ich meine, so verkorkst bin ich nicht. So, dann glaube ich, müssen wir hier entlang. Und dann zum Mond. Ja, easy. Springen wir hier nochmal natürlich actionmäßig runter. Ich glaube, wir müssen hier runter. Und dann, um dort hochzukommen. Easy. Jeremy hat heute einen wirklich guten Abend. Ich finde es cool, dass die Untertitel übrigens sehr groß sind. Das hat irgendwie einen Vorteil, finde ich. Sonst hat man immer ein bisschen Probleme, das wirklich richtig zu lesen. Also, einen Weg über die Bühne finden. Wir sind doch jetzt eigentlich drüben, oder? Warum seid ihr nicht gekommen? Wir hätten einen Weg gefunden. Ja. Aber dann hättet ihr es gewusst. Was es hilft. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Opernzieher einfach nur. Wir wissen nicht mal die Namen von dem Typen. Der Junge ist gerade ein Mettäter geworden, da hat das uns nicht verpetzt. Aber wir sollten uns mal beeilen, weil da kommen gerade zwei nette Damen, die wahrscheinlich die nette tote Person sehen werden. Told you. Auf geht's. Aber ich kann nicht rennen, deswegen gehen wir gemächlich anscheinend zum Ausgang. Tut mir leid, ich kenne diesen Mann nicht. Oh Mann. Unverschämtheit, dieser Kerl hat einfach jemanden umgebracht. Ekelhaft.
gehen. Der hat es gedrückt, um schneller zu gehen und die Leute zur Seite zu stoßen. Bitte einmal ganz kurz zur Seite. Ich muss hier mal ganz kurz entlang. Entschuldigen Sie, ich muss hier mal ganz kurz entlang. Ich habe gehört, dass hier ist gratis Essen. So. Dankeschön. So, sprinten darf ich nicht, weil sonst stoße ich die ganzen Leute komplett weg. Was machen diese Männer da drin? Oh, guck mal, die sehen das auch alle, als ob das die ganze Oper sieht. Hm, nicht schlecht. Klatsch verbreitet sich. So, schnell weg, schnell weg. Hornochse. Sag mal, hat man das zu der Zeit gesagt? Gab es so einen Wortschatz? Schäm dich. So, wir gehen jetzt immer noch ganz entspannt. Oha, die greifen sich einfach random irgendwelche Leute raus. Und ich so mit meinem fancy Cape, die lassen mich in Ruhe. So läuft das, Leute. Auffällig ist eben unauffällig, wisst ihr? So funktioniert das. Oh mein Gott, sind hier viele Menschen. So. Vorher lasse ich euch. Okay, ja, lasst mich bitte durch. Ich habe keinen Bock auf diese Oper. Irgendwie waren die nicht so meins. Merci. Und wie war die Oper? Ja, langweilig, ehrlich gesagt. Sollen wir los, dann? Ja. Eckefleet und Bright. Wie ihr befehlt. Faszinierend. Gentlemen, ich habe hier einen Schlüssel. Und wenn man diesem Buch glauben darf, öffnet er die Tore eines Lagerhauses, derer, die vor uns kamen. Ah ja. Die, die die Welt beherrschten, zerstörten und verschwanden. Wissen wir, was wir darin vorfinden werden? Vielleicht uraltes Wissen. Vielleicht eine Waffe. Oder etwas Unbekanntes, dessen Aufbau und Verwendung sich uns entzieht. All dies könnten wir finden. Oder gar nichts. Sie bleiben mir ein Rätsel, diese Vorläufer. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher. Was immer auch darin warten mag, wird uns allen bestimmt ein Segen sein. Oder unseren Feinden, falls sie es zuerst finden. Niemals! Dafür habt ihr gesorgt! Ich nehme an, ihr wisst, wo das Lagerhaus ist? Ah, Mr. Harrison. Gentlemen. Was sagen Ihre Berechnungen? Der Ort liegt sicher irgendwo in dieser Region. Das ist ein sehr großes Gebiet. Verzeiht mir. Wenn ich genauer sein könnte... Schon gut, für den Anfang wird es reichen. Und deshalb bestellten wir euch hierher, Master Kenway. Wir möchten, dass ihr nach Amerika reist, das Lagerhaus findet und den Inhalt in Besitz nehmt. Ich stehe zur Verfügung, obwohl eine Aufgabe dieser Größenordnung mehr als nur mich erfordern wird. Natürlich. Auf diesem Papier sind die Namen von 5 Männern, die uns zugeneigt sind. Sie alle haben besondere Eigenschaften, die euch helfen werden. Mit diesen Männern wird es euch an nichts fehlen. Nun, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich wusste, ihr würdet uns nicht enttäuschen. Euch erwartet ein Schiff nach Boston. Es legt im Morgengrauen ab. Geht nun, Hatham, und gereicht uns zur Ehre.